Hallo und herzlich willkommen zurück zu Curdery mit mir, Curdery und Medieval Dynasty. Und heute wollen wir mal über Pflanzen sprechen. Toll! Ganz einfach, fangen wir mal easy an mit Beeren. Beeren sind richtig klasse. Im Frühjahr wachsen sie allerdings nicht immer bis zur Reife, also ihr sammelt dann unreife Beeren. Manchmal könnt ihr Glück haben, da können schon ein paar Reife dabei sein. Habe ich schon gesehen. Die unreifen Beeren würde ich nicht essen, denn sie vergiften euch. Und deshalb würde ich mal bis zum Sommer warten. Im Herbst auch nochmal. Im Sommer und im Herbst könnt ihr Beeren sammeln. Und da könnt ihr damit einfach mal euer Hungergefühl stillen und sogar Wasser generieren, also Durst. Sehr praktisch, so für zwischendurch. Und die lassen sich auch ganz gut verkaufen. Super Sache das. Als nächstes haben wir unseren bleiblättrigen Wegerich. Dieses tolle Pflanzengeschöpf heilt eure Gesundheit um 10 Punkte pro Einheit. Denkt dran, also ihr könnt das von Frühling bis Herbst immer sammeln. Ihr braucht einen Vorrat für den Winter, weil wenn im Winter, wenn ihr da knapp bei Gesundheit seid und ihr kurz vorm Sterben seid, dann braucht ihr das. Weil andernfalls könnt ihr eure Gesundheit nicht regenerieren. Weil im Winter wächst nichts. Absolut nichts. Einfach nur eine schöne Schneelandschaft. Aber sonst ist da nichts. Dann haben wir unser gutes Johanniskraut. Das braucht ihr, falls ihr vergiftet seid. Durch Nahrungsmittel hier, zum Beispiel rohes Fleisch, die unreifen Beeren und was weiß ich, was noch alles. Giftpilze, natürlich Giftpilze. Beinahe vergessen. Ja, apropos Pilze, da haben wir den Edelreizker, der gibt euch plus 1 zu Nahrung. Das ist ganz schön. Der Fliegenpilz, der gibt euch auch plus 3 pro Nahrung, allerdings vergiftet er euch. Und zu 100%. Das ist, nicht so gut. Daran könnt ihr sterben. Wenn ihr noch keinen Sohn habt, wisst ihr ja Bescheid. Sind alle am Arsch. Dann haben wir noch unseren guten Riesenschirmpilz, der gibt euch auch plus 1 Gesundheit. Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Speisemorchel, die gibt euch auch plus 1 Gesundheit. Leute, denkt dran. Das könnt ihr alles in der Wildnis finden. Wenn ihr den richtigen Perk habt oder die richtige Forschung betrieben habt, wenn ihr natürlich die richtige Fähigkeit geskillt habt, könnt ihr das natürlich auch sehen. Nämlich bei, wie heißt es denn? Überleben und Überlebenssinn. Dann habt ihr Erfassen von Pilzen, Federn und Kräutern. Wenn ihr dann Alt drückt, könnt ihr das alles sehen. Hier. Ein Breitwegerich. Einfach auf mich. Mal die Fackel rausholen, Alter. So, Leute. Ich hoffe, euch dieser kleine Guide hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und schreibt was in die Kommentare für den Algorithmus. Und dann sehen wir uns bald wieder. Euer geliebter Curdery. Macht's gut. Tschüss.